Der Winter geht ja tatsächlich wieder so richtig los. Am Wochenende können Sie sich übrigens auch noch mal einkleiden mit warmen Sachen. Es gibt ganz tolle Winterschnäppchen. Unsere Stylistin Annika ist für uns unterwegs. Winterschlussverkauf. Ein Paradies für Schnäppchenjäger. Schlaraffenland für Modejunkies wie unsere Stylistin Annika. Karamba. Und deswegen suche ich mir jetzt ein Outfit, was super warm ist, sehr stylisch aussieht und dazu noch sehr günstig ist. Und dass sich Schnäppchen im Winterschlussverkauf lohnen können, das beweist uns heute unsere Redakteurin Önne. Önne, komm noch mal kurz. Den Pullover haben wir nämlich zusammen vor 2 Jahren im Winterschlussverkauf gekauft. Und der war von 190 auf 60 reduziert. Also, so wünscht man sich's doch. Und um es noch unterhaltsamer zu machen, nehme ich mir einfach heute unseren charmanten Tonassistenten Chris und verpasse dem auch mal so ein Männer-Winter-Outfit. Du wirst ja auch ein bisschen sparen, oder? Klar, immer. Sehr gut. Winterschlussverkauf, ich komme. Und zack, gesagt, tada, getan. In diesen Tüten befinden sich Klamotten zum Originalpreis von stattlichen 450 Euro. Der WSV-Aufpreis nur 185 Euro. Für alles. So, fangen wir doch mal mit untenrum an. Ne? Also, außen robust, innen gefüttert und flauschig. Hat alles, was ein guter Winterschuh haben soll. Kostenpunkt reduzierte 69,95 Euro. Dann geht's weiter. Ich dachte mir, Chris, bei dir machen wir den Zwiebellook. Ne? Das heißt, für Leute, die sich schnell am Tag öfters verschiedenen Temperaturen anpassen müssen, also drinnen sind, draußen sind, für die ist es super, wenn die mehrere warme Schichten übereinander anziehen. Und die kannst du dann je nach Bedarf an- und ablegen während des Tages. Ne? Das Ganze sieht dann so aus. Chris bekommt ein neues Shirt für nur 5 Euro. Darüber zieht er einen Wollpulli mit Kapuze, WSV-Preis 15 Euro. Eine Daunenweste für reduzierte 29,99 und das wärmende Kernstück des Outfits, eine gefütterte Winterjacke für knapp 60 Euro. Ursprungspreis rund 180 Euro. Chris Outfit zum Schnäppchenpreis. Voll im Trend und dennoch zeitlos. Die Kombi wird ihn auch die nächsten Winter schön warm halten. Runde 2 war durchaus erfolgreich. Und zwar habe ich hier Waren im Wert von ca. 174 Euro bezahlt. Habe ich aber nur 81. Bei dieser Jacke aus gefilztem Wollmix, da habe ich, man muss es sehen, mal schön 70 Euro fast gespart und nur 30 bezahlt. Dann schon immer ein kuscheliger Begleiter im Winter ist Grobstrick. Für nur 10 Euro gekauft. Ich liebe Schals und zwar vorzugsweise die großen. Die kann man dann nämlich je nach Bedarf da um den Körper rumwickeln, wo einem halt gerade kalt ist. Ne? Außerdem hat Annika noch dicke Socken für 6,50 Euro und ein Unterhemd für 25 Euro erstanden. Jetzt sind wir aber mal gespannt, wie die Kombi unserer Stylistin aussieht. Nicht schlecht. Übrigens, den Mantel hat Annika aus der Herrenabteilung. Für Frauen lohnt sich der Blick in fremde Regale. Nur mein Unterhemd zeige ich euch jetzt nicht.